Breaking News. Wenn sich die Ereignisse überschlagen, kursieren schnell virale Fotos, die als Beweismittel dienen. Aber vor allem in den sozialen Netzwerken kursieren auch viele, viele Bilder, die etwas ganz anderes zeigen, als behauptet wird oder sogar manipuliert sind. Aber wie kann ich herausfinden, welche Fotos echt und welche fake sind? Wir vom DW Faktencheck-Team zeigen dir vier nützliche Tools. Schauen wir uns zum Beispiel dieses Foto an. Es zeigt angeblich ein kleines Mädchen namens Malak, das 2021 durch einen israelischen Luftschlag im Gazastreifen getötet worden sein soll. Diese Behauptung fanden wir in mehreren sozialen Netzwerken, in zahlreichen Sprachen. Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob die Story stimmt, ist die Bilderrückwärtssuche. Wie die funktioniert, erklärt unsere Bilderfaktencheck-Expertin Rachel Bake. Als allererstes würde ich das Bild bei einem Bilderrückwärtssuche-Tool wie TinEye hochladen. Dort kann ich herausfinden, wann das Bild das erste Mal benutzt wurde und wo. Und es lohnt sich, die Bilderrückwärtssuche auch auf anderen Plattformen auszuprobieren. Ihr könnt beispielsweise auch die russische Suchmaschine Yandex oder Google versuchen. Die liefern meist unterschiedliche Ergebnisse. Bei unserem Beispiel findet Rachel heraus: Das Bild ist gar nicht aus Gaza und noch nicht einmal aktuell. Eigentlich sehen wir ein junges Mädchen aus Russland, das Sophie heißt. Und auf Instagram hat ihre Mutter letztens Bilder gepostet von ihrem 6. Geburtstag. Sophie geht es also gut. Die Bilderrückwärtssuche ist also ein wirklich wirksames Tool. Trotzdem hilft sie nicht immer weiter, wie unser nächstes Beispiel zeigt. Dieses Foto, vielfach geteilt und teilweise auch von Medien genutzt, zeigt angeblich, wie Anfang März 2022 Menschenmassen am Bahnhof in Kharkiv in der Ukraine vor der Invasion Russlands fliehen. Viele Nutzerinnen und Nutzer bezweifeln aber, dass es echt ist. Die Bilderrückwärtssuche zeigt, dass das Bild tatsächlich erst Anfang März im Netz aufgetaucht ist. Wie können wir aber sicher sein, ob das Bild echt und aktuell ist? Ein erster möglicher Schritt: lokalisieren, ob das Bild wirklich den Bahnhof in Kharkiv zeigt. Das geht mit einer einfachen Recherche mithilfe einer webbasierten Kartenplattform, zum Beispiel Google Maps. Die Recherche damit zeigt, dass es sich tatsächlich um den Bahnhof Kharkiv-Passagierski handelt. Das sieht man beispielsweise an dem gelben Gebäude oder den gleichen Anzeigetafeln auf beiden Bildern. Okay, der Ort stimmt also schon mal. Und wie überprüfen wir, ob das Foto nicht nur Anfang März erstmalig hochgeladen wurde, sondern tatsächlich auch dann entstanden ist? Schauen wir uns das Bild nochmal genauer an. Man erkennt, dass eine Person einen Regenschirm hält. Wie den hier. Viele andere tragen eine Kapuze. Es scheint also an dem Tag geregnet zu haben. Die Frage ist jetzt, ob es Anfang März wirklich regnerisch in Kharkiv war. Und das finden wir so heraus. Auf Webseiten wie Wolfram Alpha zum Beispiel kann man rausfinden, wie das Wetter an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Wir haben herausgefunden, dass am 4. und 5. März es tatsächlich Regen in Kharkiv gab. Das Internet kann eben wirklich alles. Wir können bei Fotos auch schauen, ob sie manipuliert wurden. Um das zu überprüfen, gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel Forensically. Nehmen wir zum Beispiel dieses Bild. Schwimmt dieser Surfer gerade wirklich auf den Abgrund eines Wasserfalls zu? Ich lade das Bild auf Forensically hoch. Probiere verschiedene Funktionen aus und tatsächlich, die forensische Analyse zeigt Störungen und liefert damit Indizien, dass das Bild manipuliert wurde. Mit Forensically werden Veränderungen der Bilddatei sichtbar. Hier ist das vor allem am Segel des Surfers erkennbar. Der Surfer wurde also nachträglich in das Foto des Wasserfalls eingefügt, wie man hier sieht. Jetzt kennt ihr vier Basics, wie ihr manipulierte oder falsche Bilder erkennen könnt. Erstens die Bilderrückwärtssuche, zweitens Online-Kartendienste, drittens Wetterdaten und viertens eine schnelle forensische Bildanalyse. Seid ihr zuletzt auf verdächtige Bilder oder Videos gestoßen? Dann schreibt uns gerne an factchecking@dw.com.